Herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme und es geht wieder weiter mit unserem Abenteuer. Ich kann mich erinnern, dass wir das letzte Mal aufgehört haben, indem wir das gesamte Level 1 durchgespielt haben. Guten Abend, Game Factory. Die Zombies just won't let up, who are they? Achso, er fragt, ob sie jetzt, er fragt, ob sie jetzt aufhören, weil jetzt Nacht ist, aber er sagt eben, dass sie auch in der Nacht kämpfen. Und das Problem in der Nacht ist, dass eben keine Sonnenblumen oder diese Sonnenteile vom Himmel fallen. Aber ich kann trotzdem Sonnen von den Sonnenblumen bekommen. Und viel Glück. Ich muss so viele von diesen Sonnenteilen pflanzen, damit ich halt von mehr bekomme und bla bla bla. Jetzt habe ich wahrscheinlich alles komplett falsch vorgelesen. Aber ja, die Sonne ist natürlich etwas ganz Besonderes. Und er meinte vorhin die Puffroom, die eben nichts kosten und auch so eben schießen. Aber wir nehmen natürlich die Sunflower, dann die hier, den hier, die Bombe und dann noch den nehmen wir noch den hier. Sehr schön. Also, ich erkläre euch jetzt die Nacht. Ready, set, plant. Also, die Taktik in der Nacht ist immer noch die gleiche. Nur, dass da die erste Verteidigungswand kommt, da stelle ich nichts hin. Hier die zweite Ding. Ich stelle immer erst ab hier hin. Die Nacht ist so aufgebaut, dass es eben keine Sonne vom Himmel fallen, nur von den Blumen aus. Das heißt, ich krieg weniger von den Sonnen auf einmal. Das wird auch schwierig, dann unseren Rekord zu brechen. Aber vielleicht schaffen wir es. Dennoch kann man eben diese Sonnenblumen pflanzen. Wie ihr seht, schießt er jetzt ganz normal ab. Ich habe ihn auch dummerweise auf die falsche Linie gesetzt. Das muss gleich korrigiert werden. So, wie gesagt, guck, jetzt kann ich die nächste Sonnenblume und so zieht sich das halt. Aber es ist möglich. Die Gräber hier sind dazu da, dass in der finalen Zombie-Welle dann aus diesem Gräber zusätzliche Zombies kommen. Diese Gräber kann man aber auch ab einer bestimmten Zeit wieder, also mit einer bestimmten Pflanze, entfernen. Aber gut. Kommen wir zur nächsten Verteidigungsfront. In der Nacht gibt es ab dieser Front nichts mehr, außer eben diese Puffshrooms. Sehr schön, ich brauche mehr von den, von diesen Sonnenblumen. Ich muss nämlich die Verteidigung aufbauen. Jetzt habe ich noch 2 Puffshrooms, brauche ich. Dann ist es optimal verteidigt. Und los geht's. Sehr schön. Eine neue Sonnenblume. Die erste Reihe von Sonnenblumen steht. Ich glaube, dann wird es auch langsam Zeit, gleich die zweite Reihe aufzubauen. Und ich bekomme Geld. Genau, Geld ist etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches. Denn mit Geld kann man sich dann im Verlaufe des Spiels schöne, tolle Sachen kaufen. So, mal gucken, wie der es macht. Der schafft's nicht. Sehr gut, der schafft's nicht. Und wir pflanzen immer noch unsere Sonnenblumen. Noch bauen wir nicht von denen. So, jetzt wird er wütend. Seht ihr, das Grab versperrt mir jetzt hier den Weg, eins von diesen Dingern hinzustellen. Ist ärgerlich, aber nicht so schlimm. Oh, hier kommt noch einer hin. Ich werde ihn dann einfach dann da hinstellen. So, übrigens, ich habe jetzt, wie von den Kommentaren erwünscht, die Lautstärke ein bisschen runtergestellt. Und ich hoffe, dass das eben jetzt ein bisschen leise ist und euch gefällt. Wir werden sehen. Ich fand es davor jetzt nicht so laut, aber der eine hatte schon recht. Ein bisschen genervt hat es schon. Aber jetzt ist alles wieder im grünen Bereich. Ich habe die Musik ein bisschen leiser gemacht. So, der mit der Zeitung kriegt jetzt voll die Kugel in den Arsch. Hat im Prinzip so gut wie überhaupt keine Chance. Ich sammle jetzt übrigens nur noch Sonnenblumen eben für, weiter geht's übrigens mit der, für die großen finalen Pflanzen. Wie ihr wisst, kommen die hier, seht ihr, habt ihr gesehen, aus dem Grab sind die jetzt rausgekommen. Hier oben wird's ungemütlich. Eine ist weg, aber alles überhaupt kein Problem. Den Rekord werden wir hier nicht brechen können. Nein, aber eine Bombe können wir pflanzen und BUM! Geschafft. Und diese Pflanze hier
ist etwas ganz Besonderes. Habt ihr gesehen, was gerade eben passiert ist? Ich habe Münzen bekommen für meine überlebenden Rasenmäher. Und wie schon gesagt, mit den Münzen kann man ja am Ende dann etwas kaufen. Das bringt ganz viel. Und wir haben eine neue Pflanze bekommen. Und diese Pflanze ist meines Erachtens nach eine einigermaßen wichtige Pflanze. Denn diese Sunshroom kann dir in der Nacht auch Sonnenblumen geben, aber sie bleibt am Anfang erst klein und gibt dir nicht 25, sondern nur 15 von diesen Sonnenteilen, wächst aber nach einer Zeit an und gibt dir ganz normal 25. Sie kostet 25, sehr gut. Kommen wir zum nächsten Level. Viel Spaß! Los geht's, jetzt dürfen wir wieder entscheiden. Ah, jetzt fragt er dich. Hey, we've collected 310 coins so far. Also du hast 310 Münzen gesammelt. Wenn du 750 gesammelt hast, werde ich dich... Kann ich etwas kaufen. In seinem Laden, ja. So, wir haben hier einen unangenehmen Zombie, aber gut. Also, den hier, den hier, den hier, den hier, den hier und den hier. Den brauche ich, um diesen unangenehmen Zombie zu entfernen. Let's rock. Los geht es. Wieder kommen die Gräber, ready, set, plant und los geht's. Ding hier, zack, zack, hier. Ja, in der Nacht ist es immer eine Umstellung. Aber ich kann euch versprechen, in Plants vs. Zombies kommen noch coolere Level. Es wird cooler. Seht ihr, zack, kann ich den gleich hinstellen und ihr werdet sehen, der Kleine wird mir das nächste Mal nur 15 geben. Wir werden gleich schauen, wann kommt er. Kommt er und seht ihr? Nur 15. So, nach einer Zeit wird der heranwachsen und dann gibt er mir ganz normal wie die Sonnenblume 25. Sehr schön. Jetzt warte ich noch einmal, bis ich wieder eine ganz normale Sonnenblume kaufen kann und kaufe dann gleich in Folge wieder einen von diesen kleinen Dingern. So, komm her. Los, zack. Große Sonnenblume. Jetzt brauche ich noch 10. Nein, wie viel brauche ich? Huiuiui. 15, ja, scheiß doch, ich bin kein Mathematiker. Aber gut. Trotzdem wird hier unsere Verteidigung weiter aufgebaut. Jetzt kommt hier unten der eine. Der nervt ein bisschen, aber gut. Das dritte von den kleinen. Vielleicht wird der andere jetzt groß. Schießen wir den schon mal in den Arsch. Und der nächste kleine. So, jetzt warten wir ein bisschen, weil wir brauchen wieder zur Abwechslung mal einen großen. Sehr gut. Und können jetzt gleich wieder einen kleinen bauen. Ui, hier wird's ungemütlich. Jetzt kann ich leider gar keinen bauen. Jetzt muss ich kurz sparen. Denn der wird jetzt gerade gefährlich. Der wird gefährlich. Der wird gefährlich, aber ich habe ihn unter Kontrolle. Ach, jetzt kommt da noch einer. Das ist überhaupt gar nicht gut. Gar nicht gut ist das. Ja, warte, ich muss jetzt noch ein bisschen sparen, damit ich das hier ordnungsgemäß verteidigen kann. Aber jetzt, egal was kommt, muss ich wieder einen von diesen Pflanzen hinsetzen. So, eine Sonnenblume wird hingesetzt, so wie ich es gerade eben angekündigt habe. Und jetzt muss ich hoffen, dass einer von denen endlich mal groß wird. Jetzt wird er groß, habt ihr gesehen? Genau passend zum Stichwort. So, hier wird weiter ausgebaut und ich baue jetzt einfach mal die Verteidigungsfront fertig und stelle jetzt aus dem Nichts einfach mal hier so welche von den Kleinen hin, damit eben ich vielleicht versuchen kann, meinen Rekord zu brechen. Aber gut, wir werden sehen. Er kann gefährlich werden. Ja, es sieht auch danach aus. Sieht auch danach aus. Jai! Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Stellen wir den noch hier hin. Sehr schön. Der zweite ist groß geworden. Jetzt gehen wir mal an die letzte Verteidigungsfront. Und kann ich den großen schon bauen? Noch nicht, aber bald. Bald, jetzt kann ich ihn bauen. Wo stelle ich ihn hin? Gleich überlegt, platzieren. Egal, ich stelle ihn jetzt einfach in die Mitte. Wahrscheinlich habe ich ihn jetzt genau falsch. Nein, ich muss jetzt die Dinge hier sammeln. Sammeln, 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 damit ich hier noch ein paar hinstellen kann. Sammeln, sammeln,
Er wird wütend, aber er macht mir... Ich bete nichts. Weiter geht's. Sammeln, sammeln, sammeln. Nur die wichtigste und schlimmste Verteidigungslinie. Das war die letzte. Ah! Stirb. Was denkst du dir eigentlich dabei? Meine Verteidigung hier. Einfach so zu zerstören. Warte, hier setze ich den hin. Jetzt muss ich hier einsammeln. Und wir kriegen eine Münze. Das ist sehr gut. Setzen hier noch welche hin. Von denen setzen wir wieder welche hin, weil... Oh, falsch verklickt. Weiter geht's. Sofort gleich, weiter geht's. Denn wie schon gesagt, ich brauche ja einen Rekord. Und weg mit ihm. Auch wenn er es wahrscheinlich nicht geschafft hätte. Obwohl er hätte schon schön hier erstmal... Aber jetzt wird er gefährlich. Jetzt wird er wahrscheinlich weggegessen. Und mal gucken. Nein, und wird er nicht. Sehr gut. So, also los, ich brauche jetzt noch 200, damit ich die letzte schaffe. Und, der da unten ist groß. Puh, sehr schön. Die letzte Verteidigungswelle steht und da oben wurde mir gerade meine Pflanze weggefressen. Und er hier wird wieder ungemütlich, wird aber gleich aufgegessen. So, jetzt konzentriere ich mich allein auf das Einsammeln, denn ich will ja einen Rekord brechen. Ich habe das Gefühl, dass da oben überlebt er nicht, oder? Nee, das überlebt er nicht. Er überlebt. Wahnsinn. Der da oben ist aber ganz schön der ganz schön der Gurda. So, ich kann hier noch welche hinstellen. Hoffentlich hat er jetzt langsam ausgekaut, aber den Rekord, den werden wir wahrscheinlich nicht brechen. Bei was lag denn unser Rekord? Bei Whistle, was sind 200? Ah, jetzt kommen sie natürlich hier. Das ist gar nicht gut, aber einen habe ich jetzt weggegessen. Da unten und da oben wird es unangenehm. Da oben wird es dummerweise relativ unangenehm. Da unten brechen sie auch durch, aber er wird unangenehm. Da setze ich den zweiten von ihm hin. Aber jetzt haben wir ihn. Jetzt hat er keine Chance. Absolut keine Chance. Absolut keine Chance. Ja, sehr gut. Was war denn unser Rekord? Dummerweise habe ich ihn vergessen. Keine Sorge. Aber da muss ich einfach schnell nachschauen und die Sache des Rekords hat sich erledigt. Aber wir sind wieder mit unserem Level fertig und bekommen eine neue Pflanze. Und diese Pflanze schießt eine besondere Art, und zwar sogenannte Fummes. Und die können durch diese Gitter durch. Denn es gibt Zombies, die halten so Gitter in der Hand und ja, das nervt ein bisschen. Und die Pflanze ist die einzige Pflanze, die eben diese Zombies aufhalten kann. Ich kann euch die Zombies zeigen, außer mein Nachbar kommt. Ah, ich kann zusätzliche Sachen kaufen. Ja, warum nicht? 750 würde es mich kosten, wenn ich zusätzliche Samen kaufe. Aber das mache ich, ja. Mache ich. Was sind zusätzliche Samen? Und zwar erkläre ich euch jetzt. Jetzt habe ich hier oben einen zusätzlichen Platz. So, und die Dinger hier, die Screen Door Zombie, die sind unangenehm. So, fangen wir an. Den hier, zack. Und die hier, den Repeater. P-Shooter, Repeater, dann auf jeden Fall den hier und ach, eine kleine Cherry Bomb. Let's rock. Los geht's. Ready, set, plant. Wie schon gesagt, die Taktik ist die gleiche wie vorhin. Ah, zwei, drei sind wir schon. Aha, es kommt mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenig vor. Noch sind die Zombies nicht auf dem Anmarsch, aber wer weiß, was in nächster Zeit kommt. Mal, jetzt kommen sie. Und von wo kommen sie? Da, dann hier hinstellen. So. Jetzt kommt er hier gleich und, nein, nicht. Keinen von den beiden will mir was geben. Schade. Doch, er will mir was geben. Upp, und die nächste kleine Pflanze wird gebaut. Also, aber eine Sache muss euch ja klar sein. Selbst wenn ein Zombie es wirklich schaffen sollte, bis ganz zum Ende zu kommen, dann haben wir hier immer noch unsere lieben Rasenmäher, die gesamte Linie erst einmal abfahren. Also bis dahin, das dauert sehr lange. Bis da irgendetwas passiert, sage ich mal. So, wir haben eine zweite Sonnenblume gestellt und einen kleinen von diesen Sunshroom. Das ist die Sunflower und das ist die Sunshroom. Setzen wir einen von den Puff Shroom, also Shroom scheint dann immer das Zeichen für Nacht zu sein. Beziehungsweise vergesst, was ich gesagt habe, das wird wahrscheinlich nicht stimmen. Die nächste Sun. Ach, da oben wird unangenehm. Okay,
Warte. Ich brauche dringend mehr und zack, keine Chance, Alter. Schon verteidige ich. Also das würde mich wundern, wenn der hier durchkommen würde. Aber wer weiß, es sieht unangenehm aus. Den ersten kriegt er, ja. Den ersten hat er gekriegt. Eieiei, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Aber schon, der schafft erst. Mal gucken, ob er es schafft. Er schafft es wahrscheinlich. Ich hoffe nicht. Jetzt schafft das nicht, oder? Ja, jetzt schafft das nicht. Also den zu kriegen. Aha. Seht ihr, hier unten wird jemand ungemütlich. Das heißt, der kriegt von mir gleich mal hier einen auf dem Maul. Ach so, der muss auch in unmittelbarer Nähe sein. Eieieiei, das war natürlich jetzt nicht gut durchdacht von mir. Doch, jetzt geht's. Seht ihr? Und das geht eben jetzt hier durch diese dummen Netze durch. Aber er besiegt mich. Was wollte ich machen? Hier. Und kriegt er ihn hin. Jetzt hat er ihn, jetzt hat er ihn, jetzt hat er ihn. Und tschüss. Sehr gut, sehr gut. So, kommt schon. 100. Da brauche ich ihn hier. Und die Verteidigungsfrontier bei dem muss ich stärker aufbauen. Aufgrund, dass ich hier keinen von den Peer-Shootern habe. Aber der hebt. Komm schon, ich brauche jetzt 200, weil ich hier hinten eine Verteidigung brauche. Ganz dringend, ganz, ganz dringend. Los, mehr, mehr, mehr. Kommt, kommt, kommt her. Kommt, kommt her, kommt her. Sehr schön. 140. 140, 40. Oh, die finale Zombie-Welle kommt schon. Ja, sauber. Scheiße, jetzt kommen hier zwei raus und ich habe hier keine Verteidigung. Jetzt habe ich hier eine. Und da unten kommt einer. Uah, unangenehm. Weißt du was? Dann graben wir hier den weg und schauen den hier hin. Aber die haben eigentlich keine Chance. So, schaut mal, was ich jetzt machen werde. Achtung, und beim nächsten Mal. Und beim nächsten Mal kriege ich einen. Hallo, kriege ich jetzt eine Sonne? Sehr schön. Dankeschön. Jetzt brauche ich die eigentlich nicht verwenden. Aber zum Spaß mache ich es und zack. So, und hier ist diese Pflanze, von der ich euch schon vorhin erzählt habe. Und zwar, den Namen weiß ich jetzt noch nicht. Wir kriegen wieder Geld für die Rasenmäher und los. Genau, der Gravebuster. Was macht der Gravebuster? Ich habe es euch vorhin schon erzählt. Er kann die unangenehmen Gräber ganz einfach wegfressen. Und los geht's zum nächsten Level mit einer neuen Pflanze, dem Gravebuster.